haben wir ungefähr 16.500 Euro pro Monat. Ist ein Umsatz, mit dem man zwei Mitarbeiter beschäftigen kann und auch so eine gewisse Sicherheit hat. Und deshalb ist das ein deutlich besseres Ziel als das hier, weil man wirklich jetzt sehr, sehr konkret darauf hinarbeiten kann. Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, und in diesem Video geht es um das Thema Ziele setzen. Und zwar höre ich immer häufiger, wenn ich mit Kreativen spreche, Filmemachern, Fotografen, Webdesignern, dass sie entweder gar keine Ziele haben, also sich gar keine wirklich konkreten Ziele gesetzt haben, oder ich sag mal eher Wünsche gesetzt haben. Also sowas wie zum Beispiel zu sagen, hey, ich will irgendwann mal wirklich ein erfolgreicher Filmemacher werden oder ich möchte in den nächsten Jahren als selbstständiger Filmmacher arbeiten. Ich bin jetzt vielleicht noch festangestellt, ne, sowas zum Beispiel. Und das sind meiner Meinung nach eher Wünsche und keine Ziele. Und zwar möchte ich anhand von einem Beispiel erklären, warum das meiner Meinung nach keine Ziele, sondern eher Wünsche sind. Ich möchte das Ganze jetzt mal einleiten, einfach mit ein paar Formulierungen, wie man jetzt so ein Ziel formulieren könnte. Sagen wir mal, das Ziel wäre jetzt, oder jemand formuliert das Ziel, ich möchte ein erfolgreicher Filmemacher werden. Das wäre jetzt ein Ziel oder eine Formulierung für ein Ziel, die ich nicht empfehlen würde, weil es meiner Meinung nach kein Ziel, sondern eher ein Wunsch ist. Besser wäre zum Beispiel zu sagen, ich möchte 2021 eine Filmproduktion mit zwei festen Mitarbeitern haben. Das ist jetzt schon direkt ein bisschen konkreter, weil ich meine, jetzt haben wir Dezember 2019, 2021, Filmproduktion, zwei feste Mitarbeiter. Da weiß man jetzt schon mal, okay, ich muss jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt gerade noch keinen Mitarbeiter habe, noch alleine bin, vielleicht auch noch als Freelancer arbeite, habe ich jetzt auf jeden Fall so ein paar Sachen, die ich noch ja, erreichen muss, um dieses Ziel, ja, um dieses Ziel zu erreichen. Also ich muss jetzt quasi genug Umsatz und Aufträge an Land ziehen, um zwei feste Mitarbeiter bezahlen zu können. Und deshalb ist dieses Ziel schon mal besser, als einfach nur zu sagen, ich möchte ein erfolgreicher Filmemacher werden, weil du hast keine Möglichkeit, auf dieses Ziel hinzuarbeiten, weil es einfach nicht sehr konkret ist. Dazu gleich nochmal ein weiteres Beispiel. So, aber auch diese zweite Formulierung hier ist noch nicht so ganz optimal. Deswegen habe ich jetzt noch ein drittes Beispiel. Und zwar ist es das hier. Und zwar sagen wir mal, das Ziel, die Formulierung wäre jetzt in diesem Fall, ich werde am 30.12.2020 einen Jahresumsatz von 200.000 Euro erreichen. Ist jetzt schon deutlich konkreter, ist jetzt auch wirklich fest terminiert. Also es gibt jetzt wirklich einen Stichtag. Und das ist eine Art der Formulierung, die ich dir empfehlen würde. Und warum würde ich dir ein konkretes und vor allen Dingen finanzielles Ziel auch empfehlen? Da jetzt mal ein ganz anderes Beispiel. Und zwar nehmen wir mal das Beispiel Marathonläufer. Sagen wir mal, stell dir mal vor, ein Marathonläufer, der jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt in 2 Stunden Marathon laufen. Ist natürlich schon irgendwie auf Profiniveau. Aber es geht jetzt nur um das Beispiel, nicht um die Zahlen in dem Beispiel. So, 2 Stunden Marathon laufen. So, das ist das Ziel desjenigen. Und sagen wir mal, er startet jetzt hier im Dezember. Und der Marathon ist im Juni. Das heißt, er hat genau 6 Monate Zeit zum Trainieren. Und jetzt ist er zum Beispiel aktuell bei 2 Stunden 20 Minuten. Das heißt, er ist jetzt 20 Minuten von seinem Ziel entfernt. Und er weiß, er hat jetzt quasi 6 Monate Zeit, um diese 20 Minuten, die von seinem Ziel, den er von seinem Ziel weg ist, jetzt ja, aufzuholen. Und zwar kann er jetzt quasi besser trainieren, er kann jetzt seine Muskulatur stärken, er kann an seiner Ausdauer arbeiten, kann jetzt täglich zum Beispiel morgens immer noch joggen zusätzlich zu seinem Training. Und in diesen 6 Monaten kann er jetzt pro Monat einfach 4, 5, 6, 7, 8 Mal Marathonstrecke laufen und gucken, wie nah er an sein Ziel kommt. Wenn er jetzt zum Beispiel bei 2 Stunden 15 ist, hat er zum Beispiel 5 Minuten wieder reingeholt. Er weiß aber, okay, ich habe jetzt noch 5 Monate Zeit, jetzt muss ich noch mehr Gas geben, jetzt muss ich noch an meiner Ernährung arbeiten. Das heißt, er kann immer wieder quasi seinen aktuellen Zwischenstand oder seinen aktuellen Highscore überprüfen und gucken, wie weit ist er mit diesem Highscore gerade von seinem Ziel entfernt und kann dementsprechend Maßnahmen wie Ernährung und härteres Training quasi einleiten, um auf sein Ziel hinzuarbeiten. Und genau so ist es hier in diesem Beispiel. Wenn du jetzt sagst, 30.12., also quasi kurz vor 2021, so wie hier, hast du einen Stichtag und auf diesen Stichtag hin, also jeden Monat kannst du quasi deinen aktuellen Umsatz hier überprüfen. Und warum jetzt hier dieses Umsatzziel? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, 2 feste Mitarbeiter und diesen 200.000 Euro Jahresumsatz hier haben, hier unten,
Dann können wir das runterrechnen auf einen Monat. Bedeutet, im Monat haben wir ungefähr 16.500 Euro pro Monat. Ist ein Umsatz, mit dem man zwei Mitarbeiter beschäftigen kann und auch so eine gewisse Sicherheit hat. Und deshalb ist das ein deutlich besseres Ziel als das hier, weil man wirklich jetzt sehr, sehr konkret darauf hinarbeiten kann. So, also Ziele empfehle ich dir immer konkret, planbar und vor allen Dingen messbar zu gestalten, damit du diese Ziele eben auch erreichen kannst. So, und apropos konkret, planbar und messbar, hier ein weiteres Ziel, und zwar das Ziel planbar 20 Anfragen von Interessenten pro Monat. Das ist ungefähr so das Ziel, was die meisten meiner Coaching-Teilnehmer haben. Ein Beispiel dazu zum Beispiel vom Julian, hatte ich letztens auch ein Video dazu gemacht. Als er damals zu mir gekommen ist, hat er gesagt, ich möchte jetzt gerne von meiner Festanstellung in die Vollzeit-Selbstständigkeit wechseln. Also er ist festangestellt als IT-Projektmanager und hat gesagt, ich habe mir nebenbei schon Videoprojekte gemacht, habe Imagefilme gemacht, Musikvideos, ich glaube Hochzeiten auch, alles Mögliche. Und sein Ziel war quasi im Rahmen des Coachings ein Marketingkonzept zu entwickeln mit mir zusammen, mit dem man es schafft, planbar 20 Anfragen von Interessenten pro Monat zu bekommen. Das hat er jetzt auch erreicht. Nein, doch. Ja, und wenn du auch mal Interesse hast, darüber zu reden, also entweder über das Thema Ziele, deine Ziele als Filmemacher oder auch grundsätzlich das Thema Marketingplan, 6-Phasen-Marketingplan, mit denen es möglich ist, steuerbar, kontrollierbar Monat für Monat Anfragen zu generieren, dann geh einfach auf www.filmmaker-marketing.com und lass uns einfach mal sprechen. Da kannst du dich anmelden für ein 60-minütiges Gratis-Coaching und ja, dann können wir über deine Ziele sprechen und vor allen Dingen auch, wie man die erreichen kann. Und ja, jetzt wünsche ich dir weiterhin frohes Schaffen mit deiner kreativen Arbeit. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.